Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Moment, ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben laut. Okay, sehr schön, viel besser. Ja, was geht, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Infinite Fusion. Oh, hier passt niemand auf, scheinbar. Sieht aus sehr interessant. Wer entscheidet, wann dort jemand stehen muss und wann nicht? Aber, egal, ich schweife ab. Was für diesen Teil wichtig ist, ist, dass wir uns durch diese Route durchkämpfen. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen Training betrieben in der Abwesenheit. Crowl hat immerhin ein Level erreicht und Asuka, die Gute, ist jetzt auf Level 27 und Kenner werden wissen, dass sich das in einem Level damit entwickelt. Das wird das Ziel auf jeden Fall sein. Okay, Feen-Typ-Pokémon. Dann ist es ganz gut, dass sie Asuka nicht nach vorne gepackt haben. Lass Julia would like to battle. Okay, sie hat ein Ditto. Gut, das wäre jetzt mit Asuka vielleicht doch ganz sinnvoll gewesen. Okay, genau. Ich muss mir immer noch einen Namen für Crowl überlegen. Ich weiß es halt echt nicht. So, wir werden dich einmal... Oh, echt, Ditto ist zuerst dran. Ah, verdammt, dann hätte ich jetzt direkt Konfusion gemacht. Das wäre ja sehr effektiv gewesen. Hoffen wir, dass dieses Dude nicht auf die Idee kommt, Konfusion einzusetzen. Oder sich dabei wenigstens selbst zu verletzen. Ja, wir kriegen schon mal hin. Was? Wo ist denn das so effektiv? Okay, er benutzt Wing Attack, das ist okay. Ja. Es ist gar nicht so wenig Schaden, aber... Okay, ja, sehr gut. Des Weiteren... Was? Eine Runde? Ach komm schon, eine Runde konfusioniert, wollte ich gerade sagen. Eine Runde verwirrt. Das ist ja echt nicht nett. Komm schon, jetzt verletze ich bitte nicht selbst. Er versucht es nochmal mit Konfusion. Ja, wunderbar. Mit dem Konfusstrahl. Nein! Wieso reicht das denn nicht aus? Crowl, komm schon, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Ja, ja, nein, nein. Okay, das ist ein etwas härterer Kampf für Crowl, als er echt sein müsste. Warum sagt uns übrigens, dass die Fee-Pokémon total süß findet, wenn sie ein Ditto hat? So ist jetzt Crowl. Nein! Wieso? Crowl, ich glaube doch an dich. Nein, nein. Okay, wir können... Jetzt zieht die so viel ab mit Wing Attack. Komm schon, jetzt aber, bitte. Ja, endlich. Ach du meine Güte, dieser Kampf ist so viel schwerer gerade gewesen, als er hätte sein müssen. Da besuchen wir doch nur irgendwen, bei dem wir Crowl irgendwie ein bisschen trainieren können. Ah, okay. Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Genau, jetzt nämlich Wiggly Fairy. Das klingt sowas von unangebracht. Wir wechseln das Pokémon erstmal nicht. Ich möchte gerne, dass Crowl die extra EP dafür noch bekommt. Oh Gottes Willen, sieht das hässlich aus. Alter, das sieht ja so irr. Das Problem ist, die drei sind alle Kampf. Dann würde ich sagen, verwenden wir Tom, oder? Ja, Tom, der Gute, hat Level 27 erreicht. Das Tolle ist, ich habe mal nachgeguckt. Wäre er mit Level 27 schon seit 10 Jahren gewesen, hätte er Grasmixer gelernt. Nicht so geil. Die Gelegenheit haben wir jetzt leider verpasst. Weil ich halt keinen Blattstein davor hatte. Und auch, weil ich ständig nicht daran denke, das auch mal nachzugucken. Können wir versuchen, dich einzuschläfern? Natürlich nicht. Okay, er macht nochmal diesen Wake-Up-Slap. Ist nicht sehr effektiv. Ist Wake-Up-Slap eine... Was für eine Attacke ist Wake-Up-Slap? Welcher Typ hat das? Dass es nicht sehr effektiv ist. Also wenn es bei Flug ist, dann müsste es Pflanze, Boden oder Käfer sein? Huh. Okay, versuchen wir es mit Vine Whip. Denn ich habe nämlich eine ganze Weile gar nicht gesehen, dass Vine Whip, also Ranghieb, echt... Wow. Was? Okay, I call Bullshit. Eine Runde? Die Mindestzahl ist doch eigentlich zwei. Das Vieh schläft eine Runde. Ditto ist eine Runde verwirrt. Jetzt ist aber hier... Vielleicht macht Bugbite ja ein bisschen mehr... Alter. Okay, ist aber noch nicht sehr effektiv. Nein! Zugabe. Verdammtes Wiggly Fairy, du hast doch echt nur darauf gewartet, ey. Wenigstens hat es sich bei Schlafpuder gemacht. Gut, früher oder später hätten wir das Ding durchaus eingeschwert. Hast du irgendwas anderes außer Zugabe und Wake-Up-Slack drauf? Hm. Na gut, hier sitzen wir beide und behaken uns mit Attacken, die nicht sehr effektiv für unser Gegenüber sind. Nee, wirklich, weil ich brauche langsam für Tom einfach eine bessere... Okay, das ist zu Ende. Es ist die Frage, mache ich trotzdem lieber Vine Whip oder bleibe ich bei Bugbite? Weil Bugbite ist... Oder einfach Gust. Ich glaube, Gust ist dann doch die bessere Wahl. Gust macht, glaube ich, 40 Schaden, ist immer noch eine Stab-Attacke.
Ja! Oh Gott! Wow, das gibt viel EP, wenn man, wenn er das allein bekämpft hätte. Hm. Okay. Sie hat mir besiegt. Wir checken schon mal. Ja, wir können auch ein Rematch gegen sie machen. Dann ist hier ein Spieler. Ups. Ich würde sagen, warte mal, Moment. Crowl hat ein bisschen was abbekommen, oder? Ja, okay. Wir heilen jetzt mal kurz Crowl. Ich bin ein bisschen zu faul, jetzt gerade zum Pokémon Center zu gehen. Ich bin doch zu faul, das hier alles durchzuchecken. Okay, bis gleich, Leute. So, Leute. Versuchen wir mal, gegen diesen Spieler anzutreten. I'm a rambling, gambling dude. Alles klar, ich würde sagen, wir versuchen, gegen diesen rambling, gambling dude anzutreten. Gambler Jasper. Ja, dann Mankey. Gute Wahl, mein Freund. Aber Level 8... Level 18? Okay, das scheint mir ein bisschen sehr gering zu sein. Aber das ist eine gute Wahl, trotzdem. Denn, ja, wir haben einen Wing Attack. Oder auch eine Konfusion, meinetwegen. Können wir auch gleich nochmal ausprobieren. Aber das reicht schon einmal aus. Sehr schön. Nicht viel Erfahrung, aber es ist Erfahrungspunkt, es sind Erfahrungspunkte für Crowl. Denn ich würde gerne nämlich Crowl zu einem meiner Favoriten dafür machen, gegen, gegen Erika anzutreten. Schließlich ist der Typ Giftflug. Oh, wie niedlich. Vanuish, du müsstest also Käfergift sein. Dann wäre Konfusion normaler Schaden. Aber Wing Attack würde trotzdem sehr effektiv sein. Okay, dann hauen wir einmal das wieder raus. Sehr schön. Aber warum denn beide auf Level 18? Das ist ja gar nichts. Ich meine, also für Crowl lohnt es sich ganz gut. Aber, okay, hier haben wir ein paar Bären. Aber ist schon mal gut. Also, wenn ich öfter gegen ihn antreten kann, dann kann ich im Zweifelsfall hierauf zurückgreifen und mit Crowl hier ein bisschen trainieren. Ups, okay, wow. Dich habe ich eigentlich gar nicht mehr gesehen. Bist du irgendwann fertig? Okay, er hat eine sehr große Nummer gezeigt und gesagt, das ist die Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten für ein Team, die du haben kannst bei Pokémon Fusion. Okay. Weird Flex. Ah, sehr schön, ein Grimer. Grimer ist keine Herausforderung für unser Crowl. Ein, vielleicht zwei Konfusionen und dann ist auch das Ding hier weggeklatscht. Okay, gut, vielleicht drei. Nein! Es! Das wäre jetzt echt nicht notwendig. Okay, dann eine Wing Attack. Obwohl, vielleicht Hyper Voss wäre jetzt vielleicht mal ganz angebracht. Das ist ein bisschen stärker als Wing Attack. Normalerweise. Ach, Minimize. Und ich habe extra noch... Naja, nee, ich habe nicht wirklich groß darüber nachgedacht, ihm Sternschauer beizubringen. Come on, triff. Ja, sehr gut. Braver Crowl. Nein! Was ist denn das? Das ist unmöglich. Das ist so... Ah, nein! Und ich weiß jetzt schon, jetzt werde ich ihn dreimal nicht treffen oder so. Huh. Okay, das Spiel ist noch in der Lage, mich zu überraschen. Oh, ja. Bei der Gelegenheit, wie gesagt, wollte ich eigentlich sagen, Angon 2, das müsste Incognito mit Porygon sein. Lass uns das mal kurz wechseln und Aska reinwerfen. Ach, ich hätte nicht eigentlich kurz drin gesetzt können für die EP. Ich fand Alola Slimer und Alola Slimog, finde ich, ist echt eins meiner liebsten Alola-Formen. Fand ich ultra genial. Hat mir richtig gefallen mit diesem komischen, abgespaceden Farbending. Fand ich einfach Wahnsinn. Oh nein, was? Er hat Psystahl direkt drauf. Ah, nein! Nein! Come on! 4 Level drunter! Das ist nicht cool! Das ist ja überhaupt nicht cool! Ach Gott. Okay, Crowl können wir da genauso wenig verwenden. Er hat da direkt Psystrahl drauf. Komm schon! Ich dachte, das wäre jetzt ein schöner, einfacher Kampf für Asuka. Warte, ist es dann Typ Psy... Nee, Porygon ist doch Typ Normal und Incognito genauso, oder? Ich hätte einfach Brick Break machen können, das hätte genauso gut gekillt. Dann ist er auf einmal schneller als wir, einfach mal. Oh nein, ey. Nein! Wieso ist das so stark? Go to sleep. Please. Und bitte länger als eine Runde, okay? Ich könnte es jetzt gerade gebrauchen. Du meine Güte, wieso ist dieses Angon 2 so... Ach ja, okay, 2, stimmt. Das ist Porygon 2. Das ist schon die Weiterentwicklung immerhin. Ja, trotzdem, Leute, das ist ja viel zu übertrieben. Ein einziger Schlag, ey. Oh Mann. Ja. Sehr gut, schlaf ruhig weiter, schlaf weiter.
Während wir ziemlich langweilig eigentlich zuschlagen. Nein! Nein! Come on! Die KI ist doch sonst so bedacht darauf, auch mal andere Attacken zu verwenden. Okay, machen wir jetzt nochmal Gust. Das müsste jetzt eigentlich ziemlich zielsicher dafür sorgen. Vielleicht hätte ich von Anfang an Gust machen sollen. Das ist auch eine Stab Attack. Die hätte mehr abgezogen. Dann wäre er gar nicht erst mehr aufgewacht. Ah, das hätte ausgereicht für Asuka. Dammit! Okay, aber immerhin Grimer. Das können wir wieder mit Crowl vernichten. Und dann erreicht wenigstens Crowl schon mal Level 25. Zumindest ein paar Sachen laufen hier richtig, Leute. Nein, Quatsch. Jetzt wollte ich gerade schon Wing Attack verwenden, aber Confusion sollte eigentlich ausreichen. Ja, stimmt. Nicht so ganz. Okay, Sludge. Nicht sehr effektiv. Solange das nicht trotzdem heißt, dass man dann trotzdem am Ende nochmal vergiftet wird. Ich war mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, ob Gift-Pokémon wirklich automatisch auch Immunität darüber haben, vergiftet zu werden. Minimize, okay. Dem anderen Slimer hat es gerade glücklicherweise echt kein bisschen geholfen. Und dir eventuell auch nicht. Ja, okay. Und er hat wenigstens nicht noch 2 KP oder so übrig gehabt. Sehr schön. Okay, ich hätte nur gern diesen Sieg damit gefeiert, dass Asuka auch sich weiterentwickeln kann. Super Nerd Glenn wurde besiegt. Ah, ey, du kleiner... Ah, okay. Ich komme gleich zurück und dann gucken wir, dass wir irgendwas finden, das Asuka auseinandernehmen kann. Wir packen Asuka schon mal nach vorne, damit das auch gar nicht irgendwie blöd ist, weil wir sie mittendrin einwechseln müssen. Ja, so langsam geht unser ganzes Team auch gut schon in die 30er-Richtung. Naja, okay, gut. Erstmal bitte gleich. So, wir sind zurück auf der Route. Okay, hier ist ein Zwillingspärchen. Ich nehme an, das wird ein Doppelkampf. Was macht denn am meisten Sinn, Asuka gegen jemanden kämpfen zu lassen? Nee, ich glaube, ich nehme Toffifee mit rein. Tyson ist echt nicht übel, aber für den Fall, dass jemand beißt, der Psy-Attacken drauf hat, sind wir ein bisschen gearscht. Also gucken wir einfach mal. Alright. Sie machen mich mit ihrer Twin Power fertig. Das wollen wir mal sehen. Wen werft ihr so rein? Ja, seht ihr. Psy-Fairy. Und Slowpuff, natürlich. Exakt sogar 2 Pokémon, die nicht nur Psy-Attacken drauf haben, sondern vermutlich auch Wasser-Attacken. Geile Sache, Leute. Dankeschön. Ich hätte auch Tyson drin lassen können. Ist jetzt die Frage, nee, ich wechsle Asuka lieber vorsichtshalber ganz aus. Das Problem ist, ich kann Tyson trotzdem schwer einsetzen. Ich glaube, ich hole echt Tom wieder rein. Ich bin nicht sehr glücklich, Leute. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Das ist nicht so toll. Ich habe auch nicht die passendsten Attacken gerade dafür drauf. Slowpuff müsste... Haben Pummeluff und Pixie und so, haben die... Sind die nur noch Typfee? Weil das Problem ist, dann ist ja auch Draining Kiss auch nicht das Geilste. Oh Mann. Okay, dann machen wir lieber Water Pulse. Das Gefährlichere sollte eigentlich das mit Phlegmon sein. Ja, das ist wirklich genug, Asuka. Komm zurück, du hast echt genug in diesem Kampf getan. Es tut mir leid, ich hätte Asuka auch gerne einen richtigen Kampf gegeben, um Level 28 zu erreichen und sich zu entwickeln. Das fühlt sich irgendwie immer ein bisschen besser an. Ja, ist nicht sehr effektiv. Ja, das werden wir leider öfter zu herbekommen. Okay, auch ihr verwendet Wasser, Aquapuls, Wasserpuls. Jetzt auf Deutsch nochmal. Aquavelle, glaube ich. Oh, Kopfnuss, ich hasse diese Attacke. Toffifee hat wirklich wahnsinnig viel Verteidigung. Das ist halt eine richtige Festung. Aber ja. Okay, Bugbite. Probieren wir es mal damit. Vielleicht ist es ja trotzdem Psycho. Allzu sicher bin ich mir jetzt nicht. Auf jeden Fall gehen wir erstmal auf Slowpuff. Damit wir das erstmal möglichst gut loswerden. Ja, super. Auch das ist nicht sehr effektiv. Verdammt. Okay, also dann müsste es wirklich... Ja, stimmt. Ich glaube, Phlegmon ist Wasserpsycho. Dann müsste das jetzt Wasserfee sein. Ich glaube, das gleiche ist bei Psy-Fairy der Fall. Oh Mann, ey. Ja, Mann, ich habe echt nicht erwartet, dass das jetzt so ein atemberaubend langsamer, langweiliger Kampf ist. Sehr schön. Okay, Slowpuff versucht mit Rollout. Das ist ganz geil. Ja, Quatsch. Ich bin auch irgendwie ein bisschen dumm, ne? Dann machst du jetzt lieber Vine Whip.
Und das sollte dann eigentlich ausreichen, um Slowpuff loszuwerden. Hätte ich vielleicht eher machen sollen statt Bugbite. Ja, okay, 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 sehr gut, okay, das ändert es doch noch mal ein bisschen. Ja, ich stehe manchmal so ein bisschen auf dem Schlauch beim Pokémon-Spielen. Okay, diese 129 haben für Asuka auch leider noch nicht ausgereicht. Ja, liegt ja auch daran, dass wir die leider auswechseln mussten. Wow. Okay, ich wollte gerade sagen, warum zum Teufel macht das jetzt plötzlich bei Psyfairy trotzdem so viel mehr Schaden? So einen argen Unterschied durften die eigentlich nicht haben. Natürlich, natürlich, ne? Du kannst nicht ernsthaft erwarten, einen kritischen Treffer zu landen, ohne dass da direkt irgendwie was Böses bei rauskommt. In diesem Fall natürlich, dass der Gegner direkt danach auch einen kritischen Treffer landet. Sogar mit derselben Attacke. So, das sollte jetzt aber sein Schicksal besiegeln. Ja, sehr gut. Okay, die fordern wir nie wieder heraus. Das hat mir viel zu lange gedauert. Ja, aber es hat trotzdem noch gereicht. Asuka ist Level 28, Leute. Wir dürfen wieder eine Entwicklung mitzusehen. Schön. Obwohl, der Kampf durch... Ja, ich wollte gerade sagen. Ich war jetzt gerade nicht sicher, ob der Kampf jetzt vorbei ist. Ja, eure Zwillingsmacht ist echt für einen Arsch. Seht her! Vielleicht wird Askas Gesicht dann auch einfach endlich mal etwas gerader sein. Sicher bin ich mir aber nicht. Es könnte echt gut sein, dass es immer noch so komisch schräg sitzt. Aber ich finde das irgendwie lustig. Das lässt Asuka irgendwie wirken wie so ein... Ja, Mann. Ah, wenn es andersrum wäre, würde es sogar fast Sinn ergeben. Egal, wir haben einen Kabuchoke. Und in 12 Leveln werden sich gleich beide Teile davon gleichzeitig entwickeln. Schönes Ding. Gucken wir uns die Gude nochmal an. Ah. Mächtige, mächtige Asuka. 57 Angriff, 56 Verteidigung. Okay, also sobald er... Solange er nicht gegen jemanden kämpft, der gute physische Attacken drauf hat, psychische meine ich, alles gut. Ich würde mal kurz gucken, vielleicht hast du was, woran wir das ausprobieren können. Dein Lieblings-Pokémon ist Nidoran. Ja, welches davon? Das ist eine wichtige Sache. Ich meine, die Dinger kamen raus, da gab es noch nicht Geschlechterunterschiede zwischen Pokémon. Da waren Nidoran männlich und weiblich was Besonderes. Männlich und weiblich gehört zu deren Titel. Zu deren Namen. Okay, wir machen aber erstmal Brick Break. Ist vermutlich alles nicht so geil effektiv. Gefällt mir nicht so ganz, aber wenigstens fügt er sich selbst fast genauso viel Schaden zu. Ja, ist echt ein bisschen doof. Ja, sorry, Asuka. Ich hätte eigentlich eher gehofft, dass dein erster richtiger Kampf irgendwie etwas erfolgreicher wird. Okay, immerhin verwendet er dich nochmal Doppelkick. Was immerhin lustig war, dadurch, dass er sich halt echt doppelt Schaden also selber zugefügt hat. Wir haben ihm ja den Beulenhelm gegeben. Och, echt jetzt. Ich dachte gerade noch, Mensch, du hast ja noch ein paar KP übrig, da kann man dich noch weiterverwenden. Nein, macht die KI nicht mit. Ausgerechnet dann natürlich... Alter, ist ja gut. Charina. Oh ja, doch, das hatte ich schon mal gesehen. Das ist ein sehr feierliches. An sich hätte Toffifee, glaube ich, ganz leichtes Spiel damit. Aber ich glaube, das möchte ich Dr. Joe... Ja, das möchte ich Dr. Joe machen lassen. Das sieht gleich ziemlich cool aus. Und zwar ist es Nidorina mit Glutexo. Also Glutexo mit Nidorina. Ich finde, es sieht so feierlich aus. Das ist ein richtig geiler Custom-Sprite. Einzig schade ist leider, sonst hätte ich mir überlegt, Glutexo mit wirklich mit dem Nidoran weiblich zu fusionieren. Es gibt keine geile Fusion mit Nidoqueen und Glurak. Wenn es zwischendurch cool aussieht, habe ich nichts davon, wenn es dann am Ende trotzdem Schwachsinn ist. Alter, Dr. Joe hält so wenig aus. Zwei Level drüber und trotzdem. Das Bittere ist nämlich, Razaf entwickelt sich, also Mankey entwickelt sich erst auf Level 28. Und ja, und ich dachte, Pantimimi war nämlich genau das gleiche. Okay, ich gebe mich vorsichtshalber noch einmal heilen, damit Asuka mir nicht wegstirbt. Bis gleich, Leute. So, okay, weiter geht's. Alter, Leute, das ist richtig schlimm. Diese neuen Kopfhörer sind wirklich genial. Ich höre so wenig, dass ich nicht mitbekommen habe, dass meine Freundin hier schon einfach seit 20 Minuten hinter mir gesessen hat und mich kurz angetippt hat und ich mir einfach den größten verdammten Schrecken überhaupt bekommen habe. Alter.
Alter. Ja, ich fand's erwähnenswert, weil ich glaube, wir haben uns beide danach sehr darüber amüsiert und ich glaube, jeder mag das, findet das sehr lustig, wenn Leute sich erschrecken. Ist aber auch kein Wunder. Ich hätte genauso gelacht, wenn es andersrum gewesen wäre. Okay, Super Nerd. Snorfing. Oh Gott. Oh. Das sieht irgendwie süß aus. Okay, das müsste normal Gift sein. Es ist wieder nicht die geilste Kombination für uns, ne? Also theoretisch können wir mit Brick Break eigentlich noch recht normalen Schaden anrichten, aber es hat auch Level 27. Ach du meine Güte. Nein, nicht Gena. Komm schon. Einmal noch Brick Break wenigstens. Ein bisschen Schaden verursachen. Chip Away, was war das denn nochmal bitte? So, genau, jetzt sich wenigstens selbst ein bisschen Schaden zugefügt. Jetzt pennen wir leider ein. Vielleicht haben wir ja auch mal das Glück und wachen nach ein, zwei Runden schon wieder auf. Nein. Erste Runde zumindest nicht. Okay, vermutlich killt sich Snorfing halt einfach selbst, indem es uns Schaden zufügt. Ja, sieht sehr wahrscheinlich aus. Sieht sehr wahrscheinlich aus? Ist sehr wahrscheinlich. Oder es sieht danach aus. Komm schon. Ja! Nein, der Kill gehört uns und nicht dem Sekundärschaden. Was will ich sagen? Mir fällt das Wort nicht an. Ihr wisst schon, die Fähigkeiten, die im Hintergrund quasi laufen, egal ob ihr was drückt oder nicht. Es fällt mich nicht an. Okay, ist aber auf jeden Fall eine geile Sache. Dich merken wir uns. Auf Level 27 könntest du echt ein gutes Match für Crowl sein. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt mal Asuka sowieso mal von der vorderen Stelle weg. Und... Ah, wobei, Moment. Wir gucken mal, ob Dr. Joe genauso leichtes Spiel hat mit ihm. Du lässt dich doch bestimmt nochmal besiegen, oder? Ja, natürlich. Okay, das müssen wir auch nochmal kurz ausprobieren, ob das klappt. Was? Oh nein, er ist direkt Level 28. Oh, weia. Es könnte aber trotzdem echt ganz gut sein. Wir haben ja immer einen Psy-Beam drauf. Und er hat jetzt nur Chip Away und Yawn erstmal gezeigt. Da ist jetzt nicht so krass dabei. Wow, wir machen echt nur milde Mehrschaden. Okay, verführt. Komm schon. Zeig's mir. Ja! Oh Gott. Das ist so schön selten. Es ist so wunderbar, wenn sich Gegner selbst verletzen. Vielleicht sollten wir für die Dauer des Trainings mit Dr. Joe hier ihm den Beulenhelm aufsetzen. Ich meine, also... Gut, okay, oder Snorfing kommt gar nicht erst dazu, ihm was zu machen. Sehr schön, Dr. Joe, du hast einen Kampf gewonnen. Das passiert so wunderschön selten, Leute. Genießt es, guckt es euch rein, zieht es euch rein. Zack! Keine Gegenwehr. Also er hat es vermutlich versucht, aber... Yes! Und es reicht sogar noch für Level 27. Schön. Wow, habt ihr das gesehen? Das war ja gar nichts, Alter. Ach. Ich muss wirklich gucken. Ich weiß echt nicht, ob sich das lohnt, sobald beide Teile entwickelt sind. Okay, gucken wir mal hier weiter, was die so drauf hat. Ja, ihr seht wirklich sehr merkwürdig aus. Lustiger Spruch, der aus dem Original-Pokémon-Spielen von, was, 1999 genommen wurde. Und auch dort hat mich sich, glaube ich, schon jeder gefragt, was soll das? Warum stehen die da so? Okay, dieses Vulgi sieht viel zu es sieht sehr unausgeglichen aus. Insofern, also... Es sieht sehr nach vorn gebeugt aus. Irgendwie sehr unausbalanciert. Okay, Rock Tomb sollte eigentlich richtig dick Schaden verursachen bei dem Ding hier. Vierfache Schwäche. Ja! Schade, dass es nur Level 20 war. Wenn es wenigstens so ein, zwei Level höher wäre. Na gut, was hast du so... Ach du meine Güte. Okay, als nächstes hat sie einen Magnetata. Versuchen wir das mal weiterhin. Okay, jetzt wird was ausgetestet. Ich meine gelesen zu haben, Forum zu Infinite Fusion, dass Magnetilo, Magneton und Magnezone automatisch den Stahltypen übertragen, anstatt den Elektrotypen, ganz egal in welchem Teil sie der Fusion sind, damit einfach der Typ Stahl häufiger vorhanden ist. Gleiches ist ja auch mit Gyarados, den haben sie ja zu Wasser-Unlicht geändert und diesen Unlichttypen überträgt Gyarados am ehesten. Deswegen kann ich hier auch leider nicht Texte mit Gyarados kombinieren, mein krass starkes Wasser-Feuer-Pokémon zu machen. Ja, seht ihr, genau. Deswegen ist Magnetata damit kein Problem für Dr. Joe. Meine Güte, guck dich an, Dr. Joe. Du glühst ja förmlich. Shellran. Das ist also Shellder mit Nidoran. Auch das
Super. Alter, das ist ja genial. Das sieht lustig aus. Wie das Pokémon-Äquivalent eines einäugigen, gruseligen Mobses. Psystrahl ist weg. Hinfort mit dir. Müsste auch wieder direkt... Ja. Oh, schön. Ey, das lohnt sich für Dr. Joe hier gerade richtig. Können wir dann auch vielleicht in diesem Teil sogar auch nochmal austesten, ob sich dann wirklich beides entwickelt. Kadachu. Okay, Kadachu könnte wieder ein bisschen nerviger sein. Pikachu mit Kadabra. Das sieht lustig aus. So ein sehr altes Pikachu. Mit riesig langen Zehennägeln. Das ist ein bisschen eklig. Okay, ja, die Geschwindigkeit ist runtergesetzt. Oh, okay. Das hat sich gerade... Ah! Okay, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, wir hätten sonst noch ein bisschen mehr Schaden abbekommen. Versuchen wir nochmal mit Rocktomb zu treffen. Ah, der Hund. Da macht er nochmal einen Ruckzuckieb. Was? So viel? Bitter? Nein! Nein, wieso? Wieso? Ach Gott, okay, ich würde jetzt ungern riskieren, weil das Dr. Joe stirbt. Also ziehen wir diesen Kampf hier noch ein bisschen in die Länge. Und ja, holen wir Tyson raus. Ist auch nicht gerade das Ungefährlichste, weil Kadachu auf dem Level auf jeden Fall Konfusion drauf haben sollte. Aber wenn ich es richtig gehe, dass er wieder... Ja, Elektroball. Was? Ja, nicht sehr effektiv und du bist allemal ja auch langsamer. Deine Geschwindigkeit wurde zweimal gesenkt. Das ist ja ganz schön frech. Also sorry, aber das hätte einfach so gut wie keinen Schaden machen dürfen. Und nochmal Ruckzuckhieb. Warum macht das so... Alter! Was soll denn das? Oh, das lief bis zu diesem Kadachu so gut für Dr. Joe. Und jetzt killt er auch noch fast Tyson dazu. Ja, bei Dr. Joe mussten wir echt ein bisschen aufpassen. Ich meine, ab Level 30 müsste uns das Problem machen. Kuth. Was soll das denn für ein Pokémon sein? Ich gehe davon aus, da ist Cubone mit drin. Deswegen senden wir einfach Toffifee. Ja, nein, vielleicht. Ah, Meowth. Genau, okay. Ja, gut, dann dürfte diese Wasserattacke hier eigentlich ausreichend sein. Er ist schneller als wir. Na gut, okay. Eigentlich sehr wahrscheinlich. Toffifee hat keine Arme und keine Beine. Ist eigentlich echt nicht schwer, schneller als ein Ding zu sein, das eigentlich nur am Boden liegt und Schläge aushalten kann. Okay. Toffifee ist auch schon nah an Level 29. Ich habe übrigens nochmal das da rausgeguckt. Level 32. Ich muss mir das merken. Mit Level 32 kann das Kaltklinge lernen und ich würde sagen, die Attacke wollen wir noch haben. Und, ja. Okay, ich gehe mich nochmal heilen und dann bekämpfen wir den Rest der Trainer. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind zurück für den letzten dieser hier merkwürdig rumstehenden Trainer. Mal gucken, ob Dr. Joe hier was machen kann. Okay. Ein seltenes Pokémon, das sie angeblich mit ihrem ihrem Mautzi fusioniert hat. Mekth. Ah ja, ja, Magma. Okay, klar. Oh Gott. Ich wusste echt nicht, dass man Magma irgendwie noch hässlicher kriegen kann. Aber guckt euch das an. Er hat so auch diese ähnliche arschbackenförmige Stirn. Nur jetzt sieht es so aus, als ob da eine goldene Kackwurst dazwischen ist. Gott, Magma ist so ein hässliches Pokémon. Magma ist so ein hässliches, hässliches Pokémon. Okay, so. Brick Break sollte die Sache eigentlich direkt erledigen. Ja, ich bin so stolz auf dich, Dr. Joe. Oh. Okay. Fast geschafft. Jimph. Okay, das ist auch wieder mit Mautzi. Oh Gott. Das wird ja nur schlimmer hier. Ich weiß nicht, ob Brick Break müsste einen normalen Schaden verursachen. Ja. Wunderbar, Dr. Joe. Wir entwickeln dich noch. Wir kriegen es hin. Und dann bist du endlich etwas nützlicher. Ja! Oh Gott! Level 28! Und sogar ein bisschen bessere Werte dazu bekommen. Electath. Nö, bleib ruhig weiter drin, Dr. Joe. Okay, das sieht wiederum lustig aus. Richtige, wütende, geschockte Katze. Ja, ich würde sagen, einfach nochmal Brick Break, oder? Vielleicht reicht es wieder aus. Ja, wunderbar. Schön, geilo. Wer hätte es gedacht, aber die meisten dieser Trainer hier haben tatsächlich alles im Pokémon gehabt, die Dr. Joe wunderbar easy besiegen kann. So, und jetzt entwickelt sich auf jeden Fall der Rasaf-Teil. Also der Mengi-Teil. Jawohl, Dr. Joe entwickelt sich.
Oh ja, seht ihn euch an, es ist jetzt der wütende Dr. Joe. Mime Ape, das passt sogar richtig gut, wenn man denkt, dass Razov auf Englisch heißt halt Prime Ape. Und statt Prime Ape halt Mime Ape. Rage willst du lernen? Danke, nein, danke. Das, nein. Damit kommst du, jetzt enttäusch mich doch nicht wieder direkt. Okay, aber der Pantimimi-Teil hat sich nicht direkt entwickelt. Gucken wir mal, ob du was drauf hast. Oh. Okay, diese Biker müssen ja normalerweise immer Gift-Pokémon haben. Mamer. Grimer mit. Mit Matsch. Oh! Okay, du weißt gar nicht, was für eine schöne Kombination das gerade ist. Oh ja. Dr. Joe ist im Angriffsmodus. Oh, ich finde, das passt sehr gut, dass sich im Gesicht selber absolut nichts geändert hat. Nur so dieses Zeichen, dieses typische Comic-Anime-Zeichen dafür, dass er wütend ist. Okay, hast du noch was? Manma. Okay, ist das die Weiterbildung? Nee, nein, dürfte nicht sein. Okay. Oh Gott, das ist Mankey mit Slimer. Okay, Mankey, siehst du, Mankey, du könntest auch mit was Schlimmerem fusioniert sein als mit Pantimimi. Ja, wunderbar. Alter, sehr schön. Dr. Joe kann hier richtig abrasen, ey. Abrasaffen. You for real, Kid? Warum sollte ich jetzt nicht sein? Also bitte. Okay, gucken wir bei dir hier. Leute, wir haben es fast geschafft, Alter. Wir haben fast sämtliche Kämpfe hier durch. Farfetched, okay. Dich hauen wir einfach mit dem Brick Break weg, Alter. Nee, gar nicht. Warte, nicht mit dem Brick Break. Rock Tomb, oder? Ist zwar keine Step-Attacke, aber es ist sehr effektiv. Wenn du triffst. Okay, okay. Ich dachte, Brick Break hätte es eher gebracht. Oh, Windschnitt. Oder Luftschnitt? Luftschnitt, glaube ich. Sehr effektiv. So ein bisschen traurig, wohlgemerkt, weil ich glaube, ein einzelnes also ohne die Fusionsfunktion hätte ich, glaube ich, Razaf zu dem Zeitpunkt schon längst entwickelt gehabt, weil ich Razaf irgendwie ist ein sehr kompetentes Pokémon, finde ich. Für Competitive-Sachen ist es jetzt vermutlich gar nichts oder so, aber wie gesagt, er spielt Competitive, also wirklich. Ich sage ja nichts dagegen, dass man mal irgendwie so mit Freunden zusammen irgendwie mal ein paar Duelle machen kann oder so, aber ich glaube, mir wäre das echt zu viel Arbeit dafür. Nee. Ich will es nicht runtermachen. Es ist auf jeden Fall eine Leistung, das stimmt. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, wie Pokémon-Kämpfe es so halt einfach sind, weil die sonst lamesten Attacken dann halt einfach plötzlich eine Rolle spielen. Wie hier Turbodreher oder Stachler, Giftstacheln, sowas halt. Oh, wow. Das Warmer hat überlebt. Das zerfließende Shillock. Oh Gott, das sieht grausam aus. Okay, das war's jetzt aber hier. Nein! Hör auf, dich zu beschützen! Du hältst am Leben fest. Loslassen! Es läuft... Nein! Nein! Rapid Spin, okay, Turbodreher. Sollte das... Kritisch, natürlich. Sollte das dieses Warmer nicht theoretisch in sämtliche Ecken des Raumes zerteilen? Nein! Oh Mann, nein! Oh Gott! Bis jetzt hat es noch keinem Slimer gebracht, die ganze Minimize einzusetzen. Und jetzt treffen wir es einfach nicht mehr. Komm schon. Ja, gut, Dr. Joe. Alter, sehr gut, Dr. Joe. Richtig gut, endlich, ey. Und direkt Level 29. Substitute wir erlernen? Nee, das... Nein, nein. Wirklich nicht. Guck mal, wer einfach plötzlich mal jetzt das levelhöchste Pokémon ist von uns, ne? Du bist einfach höher gerade als Ferdinand. Und der hat es bis jetzt am leichtesten gehabt. Das ist niedlich. Aber auch das hat keine Chance gegen den Zorn von Dr. Joe. I'm not into this. Into was? Pokémon-Kämpfe? Okay, wir haben jetzt noch... Okay, wir haben noch zwei Kämpfe anscheinend, wie es aussieht. Aber ich würde sagen, die mache ich schnell
hinter der Kamera, weil das ist jetzt doch schon wieder ein bisschen länger mit den Kämpfen geworden, als ich eigentlich gehofft hatte. Ich hatte echt gedacht, das geht ein bisschen schneller. Aber es waren ja auch interessante Kämpfe dabei, die ich gerne auf dem Video mit drauf hätte. Allein schon, weil auch ein paar lustige Fusionen mit dabei waren. Und ja, alles klar. Dann geht's wieder Dienstag weiter. Und diesmal jetzt aber wirklich gehen wir dann ich spoilere hier vielleicht schon. Dann gehen wir nach Prismania City, damit wir dann endlich Erika bekämpfen können. Und auch dann langsam mal unseren Rahmen aktualisieren können, ne? Also, das sind ja mittlerweile einige Pokémon drauf, die wir da gerne schon drauf sehen könnten. Okay, alles klar, Leute. Dann bleibt fresh bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oder bleibt länger fresh. Ist eure Wahl. Oh Gott. Alter. Hast du nicht mitbekommen, dass ich rein bin? Nein. Kopfhörer und halbes Gehör. Alter. Ich bin schon seit 20 Minuten oder so bin ich schon hier. Du hast dich halt überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Weil du aufgenommen hast und die Zeit gekriegt, dass du das. Du hättest doch kurz trotzdem tippen können oder so. Herzlichen Glückwunsch zur Entwicklung, Schatz. Alter. Keine Angst, es landet eh nicht auf der Aufnahme. Yeah. Hey.